Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem kleinen Gedenksvideo für Manfred Krug. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich seid jetzt alle gut drauf und ich habe es bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und ich hoffe, es begleitet mich bis Turin nachher mit den legendären auf Achse Mercedes NG, meine lieben Sportsfreunde. Das Fahrzeug, mit dem was Manfred Krug in der ersten Staffel von Auf Achse gefahren ist, steigen wir mal ein in dieses Gerät. Ich habe jetzt zum Beispiel hier den Auflieger von Wibertic Nummer, weil ich den am ähnlichsten zum Franz sein Auflieger, der war ein Blumhardt-Auflieger, dazu machen habe können. Ich habe zwar einen Blumhardt-Auflieger, aber der hat nur zwei Achsen, aber er ist gut. Es sind halt ein bisschen Details, aber wir bringen den schon so ähnlich hin. Lass uns mal losgehen. 1632, 16 Tonnen, 320 PS. Wir haben auch eine Fracht oben. Lass uns loslegen. Lass uns loslegen, Helga. Führen Manfred alias Franz Merstorm. Manfred Krug, geboren am 8.2.1937 in der ehemaligen DDR, war Schauspieler, meine lieben Sportsfreunde, Sänger und Schriftsteller. Aber ich glaube, die bekannteste oder eine seiner bekanntesten schauspielerischen Figuren war dieser legendäre Tracker. Man muss schon Tracker sagen, weil es einfach für mich eine Form von Respekt ist, namens Franz Merstorm, meine lieben Sportsfreunde. Biege nach links ab. Die Serie Auf Achse, wer sie nicht kennt, man kann sie auf YouTube anschauen, man kann sie auf Amazon kaufen, lief in den Jahren 78 bis 96, hatte 7 Staffeln, 86 Folgen. Und Manfred Krug spielte in der Staffel 1 bis 6 mit seinem Kollegen Rüdiger Kirstein alias Günther Willers. In der Staffel 4 müsste das gewesen sein, war es ein bisschen zweigeteilt. Da war einmal der Franz und einmal der Günther in Chile. Und in der Staffel 3, glaube ich, war er alleine in Amerika unterwegs oder in Argentinien. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Meine lieben Sportsfreunde. Aber zurück zum Ursprung der Serie, eine Abenteuer-LKW-Serie oder eine Abenteuer-Trucker-Serie, wie ich sie gerne nenne. Hat mich als Kind sehr geprägt. Warum? Weil meine Onkel waren da Tracker, Fernfahrer. Und dies war für mich einfach so ein Stück Freiheit, andere Länder zu sehen. Und mit der Figur Franz Merstorm war das einfach. Es hätte meiner Meinung nach keine bessere Besetzung für diesen Franz Merstorm gehen, meine lieben Sportsfreunde. Er hat mich immer so ein bisschen an meinen Onkel erinnert. Mein Onkel hat ja eine Halbglatze. Mein Onkel hat das Verhalten auch so gehabt vom Franz Merstorm. Er ist cool gewesen, auf seine Art und Weise. Er hat auch interessante Geschichten zum Erzählen gehabt. Hat gern gegessen, genauso wie der Franz. Sie waren sich in vielen Punkten ähnlich und deswegen habe ich die Figur Franz Merstorm einfach so gern mögen. Natürlich die Figur Günther Willers gehört auch zu einem von meinen absoluten Lieblingsfiguren aus der Serie, neben den ganzen anderen, aber um die soll es ja heute nicht gehen. Heute soll es ja rein
um die Figur Franz Meerstonck geben, mit ihm seinen legendären LKW. Und ich danke da dem Motor, der was da auf den Steam Workshop und auf dem SCS Forum hier diesen LKW wiederbelebt hat. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein Navi eingetut, das war Anfang und Ende der 80er Jahre nicht der Fall. Da ist ein Landkarten gewesen, genauso wie die Mautboxen waren nicht drin. Ich nehme halt meine Rubberduck-Enten überall gern mit und habe halt unten Frachtpapiere, Taschen und. Bitte links halten. Ich selber bin ja Trucker. Ich bin einmal mit diesem legendären LKW gefahren. Und das war eine Überstellungsfahrt von meiner Firma. Mit dem Modell, zwar nicht der Sattel, aber. Bin damit gefahren. Absolut ein schönes Gerät, obwohl dass ich kein Mercedes-Fan bin, liebe dieses Modell. Ich liebe dieses Modell, meine lieben Sportsfreunde. Und das war halt einfach für mich damals nur, wie ich das Fahrzeug gefahren habe können. Ich habe mich der Serie damals nahe gefühlt und ich habe mich auch damals an Franz Meerstonck nahe gefühlt, deswegen war das nur dramatischer für mich. Für mich war das wirklich dramatisch und ich war wirklich in tiefer Trauer einige Zeit, wo ich das am 21. Oktober erfahren habe, dass unser Franz Meerstonck, unser Manfred Krug hier verstorben ist. Nimm die Ausfahrt rechts. Du, ich bitte das zu ignorieren. Ich habe das zwar alles ausgestellt, dass wir schön fahren können. Aber wir können zwar auch Skifahren. Warum fahre ich nach Turin? Weil ich keine Promos habe, dass wir Richtung Griechenland fahren können oder Iran, Irak. Und weil das Balkan-DLC ja noch nicht raus ist, deswegen fahre ich jetzt so die Strecken Turin nach, um das nachzuempfinden für die Folge 8 aus der ersten Staffel der fliegende Start, meine lieben Sportsfreunde. Das ist der Grund dahinter. Damals war es halt noch ein bisschen anders, das ganze LKW fahren. Doppelkuppeln, Zwischengas, Zolldokumente, das haben wir ja leider hier in dem Spiel nicht. Sollte es da eine Mod dafür geben, meine lieben Sportsfreunde? Bitte schreibt was in die Kommentare rein. Würde mich brennend interessieren, das Spiel ein bisschen mehr auf alt zu machen, weil ich einfach die alten LKWs liebe, meine Sportsfreunde. Manfred Krug ist auch aus Liebling-Kreuzberg bekannt. Ich glaube auch eine seiner legendären Figuren. Er war einfach ein Top-Schauspieler, aufgewachsen in der DDR. Dann nach Westdeutschland übersiedelt, sagen wir mal so. Und hat dann im Westen eine richtig große Karriere gemacht. Ich glaube, dass auf die Fantreffen, ich war leider nie auf so einem Fantreffen, aber dass die meisten meiner Trucker-Kollegen ihn immer aus Franz Meerstonck gesehen haben und nie aus Manfred Krug. Obwohl das ein guter Sänger war, Schriftsteller, wie ich schon erwähnt habe. Er war so ein bisschen der Gegenpart zum Günther Willers. Er war konsequent, meiner Meinung nach. Er war genau. Das war aus Schauspiel. Er war ja Schauspieler. Er war LKW-Fahrer in der DDR. Ich habe mal so ein Doku gesehen, da haben sie das ihm gesagt. Deswegen hat er auch richtig gut diese LKWs fahren können, obwohl das ja in der Serie drin ist.
die LKWs nicht beladen haben. Man sieht es, wenn es dann fahren, dann an den Reifendruck. Und wie gut, dass die Lastung über den Berg abzieht. Ich habe jetzt zum Beispiel hier mir eine Ladung aufgetan, weil ich einfach das Feeling über den Brenner, auch wenn es jetzt kein so richtiges Feeling hier ist, möchte ich nämlich mitnehmen. Für mich ist das nicht leicht, so ein Gedenksvideo machen, weil ich muss da ein bisschen ruhig bleiben, weil für mich das ein bisschen immer so emotional ist, weil es halt einfach für mich der Held aus meiner Jugend ist, meine Lieblingssportsfreunde. Ich habe zum Beispiel die erste Folge, wo sie von Auf Achse jemals gesehen habe, ist die Folge Nummer 8, der fliegende Start aus der ersten Staffel. Und ich muss Ihnen sagen, ich war von Anfang an begeistert. Also die ersten 10 Minuten hatte mich die Serie voll in ihren Bann. Und damals habe ich es als Kind, da war ich unter 10 Jahren, im Baujahr 1979, da war ich unter 10 Jahren, so Mitte der 80er Jahre. Da hat ARD, da habe ich das nur so sporadisch gesehen. Ich habe das wirklich nur so sporadisch gesehen. Dann, ich glaube so Ende der 80er, so 89 oder 90, da hat einmal die ARD, die von Staffel 1 bis Staffel 6 haben es Folgen gebracht. Ich bin mir nicht mehr sicher, das ist, weil es schon so lange her ist, ob es dann alles in ein Stück gebracht haben. Oder ob es halt dann aus der ersten Staffel was gebracht haben und dann die fünfte. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich weiß nur damals, und das haben mir meine Großeltern immer verzählt. Ich war am Wochenende immer bei meinen Großeltern, Freitag 16 oder 17 Uhr mit meinem Opa auf Achse schauen. Das war für mich der Termin. Da hat keiner keiner was wollen hat. Da bin ich als kleiner HB vor dem Fernseher geguckt mit der Fernbedienung in der Hand für den Videorekorder und habe mir die Serien aufgenommen. Ich habe damals Gott sei Dank einen zweiten Videorekorder auch gehabt. Und da habe ich die zusammengeschlossen, da hab ich mir eine Kopie gemacht, weil ich Angst gehabt habe, wenn die Videokassette kaputt ist, dann kriege ich einen Franz und dann könnt ihr nicht mehr sehen. Heutzutage kann man sie im Kaufen auf Amazon. Auf DVD wisst ihr jetzt gar nicht, ob es es aus Blu-ray auch gibt. Aber es kann man ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Für mich war es also ein bisschen ein denkwürdiges Ende der sechsten Staffel, also für die Figur Franz Merstorf ein denkwürdiges Ende, wo er seine legendäre Kappen sein Geschäftspartner Toni Teufel übergeben hat und gemeint hat, so, und jetzt bist du die International Transport. Und deswegen geht er hier, und das wird auch heute mein einziger Gruß sein, was ich hier mache, an meinen lieben YouTube-Kollegen, an Tracker Anderlauser, der die Serie auf Achse auf seinem YouTube-Kanal belebt hat. Der was versucht ist, so wie ich heute versuche, das so ungefähr nachzustellen, sollte ja keine 1 zu 1 Kopie sein. Es sollte ja eigentlich nur ein also eine kleine Gedenkfahrt sein für den Manfred. Über den Brenner drüber. Damals hat halt der Brenner noch ein bisschen anders ausgeschaut. Damals hat man als LKW-Fahrer eine große Geldtasche gehabt mit, also ich, wo ich mit meinen drei Onkel mitgefahren bin, also die was im Fernverkehr waren, ich habe drei Währungen dabei gehabt. D-Mark, Schilling und italienische Lire. Ab und zu sind wir nach Frankreich rumgekommen, aber da und da meine Onkel mir als Bus Essen zahlt.
oder nach Holland aufgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was haben die Holländer welcher Währung gehabt. Das waren so, aber eher mehr so im Grenzgebiet, da ist damals auch noch mit D-Mark zahlen können. Aber das war nicht so oft. Deutschland, Italien sind wir meistens gefahren. Und ja, ich habe diese LKWs, mit dem, was ich heute fahre, noch auf die Straßen gesehen. Früher hat es halt viele Hängerzüge gegeben, Hängerzüge gegeben. Auf die Straßen eher weniger Sattel. Bis dann der Umschwung gekommen ist. In der Zeit, wo ich mit meinen Onkel mitgefahren bin, das erste Mal bin ich mitgefahren 1992 oder 93 müsste es gewesen sein. Da bin ich mit meinem Onkel mitgefahren, der war es halt einfach vom Verhalten her wie Franz Merstorf war. Viel gegessen, die Arbeit genau genommen. War schon eine coole Zeit. Also, damals hat man halt als Lastwagenfahrer nur so einen Schalthebel gehabt mit Splitten. Und man hat halt da nur denken müssen, was man tut. Und so wie es halt in der Serie gewesen ist, das war halt wahrscheinlich, ist glaube ich Anfang der 80er Jahre oder nur länger, das weiß ich nicht. Wie lange das jetzt gegangen ist, in den Nahen Osten fahren oder nach Nordafrika. Heute gibt es wenige, die was das nun machen. Warum? Weil heute halt meiner Meinung nach keiner mehr das Leben auf Achse spürt oder machen möchte. Viele möchten zu Hause sein, was ich auch verstehe. Aber viele, die was so in die Ferne reisen wollen, die haben heutzutage nicht mehr so die Möglichkeit, dass wir es halt damals der Franz gehabt hat, in ferne Länder, nach Persien, Nordafrika oder Richtung Südafrika sind sie auch mal gefahren, dass dies funktioniert. Vor allem 320 PS, meine Sportsfreunde. Mein LKW, den was ich in meiner Ex-Firma gehabt habe, der hat 460 PS. Der neue Scania von meinem Freund, der ist selbstständig. Ah, wir fahren nicht auf die Telepassspur, wir fahren schon da. Der hat 500 oder sogar mehr. Heute, wenn so der Franz mit den Lastwagen gefahren hat, dann würde er den gleichen Spruch sagen, als wie ein alter LKW-Fahrer, ein Rentner zu mir gesagt hat: Wir sind früher mit dem Schubkarren auf Sizilien gefahren. Hat tatsächlich einmal ein Rentner gesagt, der was mich gefragt hat, ob er sich in meinen Lastwagen rein sitzen darf. So. Schauen wir mal die italienische Maut. Damals hast du halt ein bisschen denken müssen. Du hast einfach nicht einen Schalter umlegen können und sagen können, so. Und ich fahre jetzt halt und egal was mir passiert, wir haben in dem Auto, wir haben nichts. Wir haben ein Schalthebel in dem Auto, wir haben kein Autotelefon, wir haben, ich glaube, Klimaanlage hat es bei dem Modell schon gegeben. Aber wenn es keine Klimaanlage gehabt hast, hier bitte. Das war die Klimaanlage. Schiebedach. Wir haben zu der Zeit nicht einmal ein Hochdach, meine Sportsfreunde.
Und dann müsst ihr feststellen, wenn ihr jetzt Richtung Afrika unterwegs seid, es müsst 2 Monate vielleicht hier in der Kisten verbringen. Kein Kühlschrank. Das Wasser, was da unten liegen ist, das wäre jetzt schon auf Betriebstemperatur. Also sprich warm. Da hat es dann früher da oben am Spiegel, hast du das zubringen können, da hat es so Häuterungen gegeben für solche Wasserflaschen oder für die Getränkedosen. Die hast dann im Sommer ausgekriegt, dass der Fahrtwind sich kühlt, dass du etwas relativ Kühles braucht hast. Also bei mir hat das nie funktioniert. Ich habe zwar auch den Häuter gehabt bei meinem F90. Bei mir hat das nie funktioniert. Aber so ist damals das gewesen, wie in der Serie das dargestellt wird. Und es war eigentlich nur eine geile Zeit. Ich habe das selber auch noch mitgemacht. Du bist halt einfach, das war damals waren es nur alles Kollegen, da war es nicht stressig. Die Firma hat nicht gewusst, wo du bist. Die hat zwar gewusst, wo fährst du hin. Du hast dann einmal bei einer Firma, hast du dann einmal angerufen und hast gesagt, so, jetzt bin ich da. Ganz schön zum Sehen, bei der Staffel 2. Ich glaube, bei der Staffel 2 war das, wie es in Amsterdam wohnt, wo sie daheim angerufen haben und gesagt haben, sie klappern jetzt ein paar Firmen ab in Holland, damit das eine Rückladung kriegen. Ich weiß nur den legendären Spruch vom Franz Merstong zur Vincentia: Ich kann den Käse schon riechen. Oder wie es mit Autoradio ausbauen war früher. Das war halt einfach so. Du hast das mitnehmen müssen, weil da halt damals das geklaut worden ist. Und dann hast du aber nur Glück gehabt, dass da nur der Radio geklaut worden ist. Mir zum Beispiel, das ist jetzt eine Real-Life-Story von mir, aber es passt zu der Zeitgeschichte. Wir haben so einmal Gas, wir haben so einmal Schlafgas in die Kabine lassen und haben mal den ganzen LKW geklaut. Weil die mit einem Schubboden unterwegs war und sie haben halt einfach gemeint, ich habe was Wertvolles dabei, weil früher sind Fernseher mit dem Schubboden ausgeliefert worden. Anfang der 2000er, wo ich angefangen habe, von 2000, 2001, was habe ich angefangen mit dem LKW fahren, offiziell. Da war ich 21, 2000, da habe ich dann 2001, so Ende 2000, Anfang 2001. Und da habe ich halt oft Fernseher ausgeliefert oder ich bin Richtung Italien gefahren. Dann hat man sich mit einem anderen Fahrer am Parkplatz getroffen, hat umgesattelt und man ist weggefahren. Und der hat mir einen Schubboden voller Reifen mitgegeben und der ist weitergefahren mit der vollen Fahrzeit mit einem Schubboden voller neuer Fernseher. Da haben sie halt den falschen mitgenommen. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin am Parkplatz gelegen und der Lastwagen ist dann auf der Autobahn am Bahnstreifen gestanden. Weil da haben sie dann die Türen aufgemacht und haben sie gesehen, scheiße Reifen. Oder sie haben oben reingeschaut, keine Ahnung. Wahrscheinlich werden sie oben reingeschaut haben, weil es wahrscheinlich, wenn Getreide drin gewesen war, war das gar nicht so gut die Idee gewesen, wenn sie da die Türen aufgemacht hätten, weil dann hätte es die nämlich erschlagen mit die Türen. So war das damals. Ladungsdiebstahl. Früher ist es aber auch so gewesen, wie bei der ersten Staffel, Folge 7, der Kolbenfresser. Du hast, wenn ein neuer Kollege angefangen hat, und er war wirklich Führerschein-Neuling, und damals war es ja nicht so wie heute, wo heute werden ja Fahrer händeringend gesucht. Früher waren zu viel Fahrer. Da hast du halt einfach, wenn du einen Führerschein-Neuling gehabt hast, dann ist der 14 Tage
mit dir mitgefahren. Und damals sind die Lastwagenfahrer um Sonntag auf Nacht um 10 Uhr weggefahren und sind am Freitag, Nachmittag oder am Samstag in der Früh heimgekommen. Je nachdem, wo sie hergekommen sind, wie lange hat der Zoll gebraucht. Was auch in der Serie auf Achse meiner Meinung nach gut beschrieben wird. Und da stützt sich viel, 14 Tage, vielleicht 3 Wochen. Einer oben, einer unten. Dann wisst ihr, wie beengt das ist. Und jetzt stützt sich das Vieh, seit damals mit so einem Merze vorgefahren auf Sizilien. Da unten, was war's? Schiebe doch. Standklimaanlage. Hat damals fast keiner gehabt. Ist vielleicht nur übers Wochenende draußen gestanden. Das waren schon, es ist, die Serie bringt dich schon ganz gut um, meiner Meinung nach, was damals die Fahrer so mitgemacht haben. Man kann das ganz gut ausprobieren, gell, dass sie in seiner so Kabine umziehen, daheim, sitzt sich ins Bett rein und dann versucht sich, sitzt da mal eine Hose nur zu ziehen. Das heißt, ich sitzt da hinten inne, greift sich vom Fahrersitz die Hosenführer und zieht die U im Sitzen. Auch hier ist das obere Bett auch ein Klapp. In den meisten Fällen war es Hochklapp. Es gibt aber auch Fahrer, so wie ich gewesen bin, die haben oben geschlafen und unten haben sie die ganze Reisetasche hingeschmissen. Atlas hast du früher dabei gehabt. Heute kann ja fast keiner mehr einen Atlas lesen. So wie ich früher durch München gefahren bin, da taten sie mich heute straffen mit dem Atlas auf dem Schoß oder mit dem Stadtplan. Sichtbar ist jetzt, fällt mir jetzt gleich ein kurzes Beispiel ein aus der Serie, wo man das sieht. Erste Staffel. Ich glaube, die zweite Folge war das, wo es an ähnlichen Lasten wie mir hier von klaut. Da siehst du es, wie die Firma Reimer dann über die Landkarten das verfolgt, wie sind die Banditen gefahren. Und genauso hast du es als Lastwagenfahrer auch gemacht. In Staffel 5, wo sie in der Türkei sind, hast du bei Franz im LKW hier hinten das Bett hochklappt gesehen und hast du die Türkei Landkarten drin gehabt. Ich habe das zum Beispiel im Nahverkehr gehabt von Österreich. Ich bin im Nahverkehr Deutschland-Österreich gefahren mit dem Kipper. Mit einem F2000, weil meine erste Lastung war F90. Ich habe das zum Beispiel da gehabt, weil ich halt das beim Franz gesehen habe und dann wollte ich das auch haben. Und jetzt pass auf, das war dritte Staffel. Ich glaube, die dritte Staffel Franz Sohn heißt die. Da sieht man beim Franz Sinner, fuhren bei seinem MAN die Schütt-Tracker. Was meinst du, wie lange dass ich als Bub die Schütt in die ganzen Truckstops gesucht habe, dass ich das Gleiche habe? Ich habe es nicht gefunden. Keine Chance. Ich habe mir dann ein MAN-Schütt geholt, damit dass ich so ähnlich dann drauf bin, als wie mein Held aus der Jugend. Natürlich, die MAN-Folgen waren für mich das absolute Highlight, so bin ich damals zum MAN-Fan geworden, durch die Figur Franz Merstung. Und meine Onkel haben auch in einer großen deutschen Spedition gearbeitet, in Bayern, wo halt nur MANs waren. Heute bin ich der absolute Scania- und Volvo-Fan.
Also einen ganz einen guten Grund, weil mein absoluter Lieblings-MAN ist und wird der F90 und der F2000 bleiben. Schauen wir gerade mal, jetzt habe ich die gerade eine kleine Idee. Das schauen wir uns mal den LKW von außen nur. Hoppala, das war jetzt der falsche Knopf. Dadurch, dass ich die Kamerapose, was ich jetzt suche, eigentlich nie brauche. Jeder ist. Dass man einmal ein bisschen von außen sehen, ist schwieriger zum Fahren. Könnte sein, dass es gleich kracht. Aber ist er nicht schön. Ist er nicht schön. Viel Distanz hat auch der Franz selber gemacht, also der Manfred Krug. Man hat auch manchmal mit dem was zum Schmunzeln gehabt. Vor allem komme ich noch, das war das die zweite Staffel, wo es Rennfahrer waren. Das ist die zweite Staffel, ja, wo er mit dem Iveco, mit dem Turbus da, weil er zwar immer noch wirkt. Wo er dann mit der Salami bewaffnet aus dem LKW gerupft ist. Das war also für mich eine legendäre Szene. Genauso wie sein Enten, was er am Dachspoiler gehabt hat bei Iveco. Ja, man muss bei den Lastwagen muss man schon mit die kleinen Gänge von 320 PS, die haben halt nicht so viel Schmackes als wie die heutigen Lastwagen. Ich habe schon gefunden, in der siebten Staffel, ich bin bei der zweiten, bei der siebten und allerletzten Staffel von Auf Achse ein bisschen zweigeteilt. Sie war gut und sie war auch schlecht. Man hätte an Franz und an Günther schon irgendwie ein bisschen einbauen können. Man hätte das Ganze bei International Transport lassen können. Man hätte meiner Meinung nach die Firma auch in München belassen sollen und nicht Richtung Norden verschieben, weil man hat da keinen Bezug gehabt dazu. Jeder von uns hat gewusst, dass der letzte Chef der International Transport der Toni Teufel war. Und man hätte da meiner Meinung nach einen Übergang schaffen sollen von der letzten Folge in der Staffel 6 zur ersten Folge in der Staffel 7. Man hätte da so einen Übergang schaffen sollen. Und wenn die Spedition Toni Teufel geheißen hätte oder die Teufelspedition, dann hätte man zumindest da ein bisschen meiner Meinung nach einen Bezug gehabt. Das sind halt so heute meine Gedanken zu der Serie. Ich habe mir zwar einen ganzen Text aufgeschrieben, ein Lobeshymnen an Manfred Krug, aber es geht ja eigentlich mir mehr heute um die Figur Franz Merstank und dass ich ein paar so Geschichten erzähle aus meiner Jugend, was ich mit der Serie so verbinde.
Und ja, im ETS kann man das gut ausleben mit den alten LKWs. Vielleicht eine interessante Anekdote, so eine Real-Life-Anekdote, die italienischen LKWs, vor allem die italienischen Auflieger, haben eine mitgelenkte Hinterachse, der jetzt nicht. Warum? Weil ich ein bisschen original der Serie bleiben wollte. Und schon haben wir das Problem mit 320 PS spüren wir. Ich bin auch bewusst auf die 320 PS geblieben, damit dass man das auch ein bisschen merkt, was muss ich da. Ich hoffe nach wie vor, muss ich ganz ehrlich sein, auf der Staffel 8. Mit dem Rüdiger Kirstein in zwei, drei Folgen und dies am Anfang und eine vielleicht fürs Ende. So dass die Geschichte ja von Günther erzählt wird. Mit so einem Tribut an Manfred Krug, an die Figur Franz Merstung, das hat mir zum Beispiel in der Staffel 6 gefeit. Weil wenn man schon die Spedition Henzmann mit dem gleichen Logo macht, das wie es halt bei Auf Axis mit dem gleichen Serientitel, hätte ich mir schon erwartet, dass wenn der Firmenchef stirbt, man hätte da irgendwie an Manfred Krug einbauen können. Ich weiß aber nicht, wollte er das damals nicht oder wurde er nicht gefragt? Ich kann es nicht sagen. Das war mir als Fan eigentlich wichtig gewesen. So, soll ich mich vor lauter quatschen? Habe ich jetzt tatsächlich? Na, passt. Ich habe nämlich ein Schalt-Hebel mit dem Split-Knopf, was man auf Amazon kaufen kann, meinem Sportsfreunde. Und hier hat man das wirklich versucht, genauso zum Einstellen, wie das damals war. Und ich merke es auch bei meinen Let's Plays. Es funktioniert manchmal nicht. Ich habe gerade heute, das ist eine Real-Life-Story von mir, ich habe gerade heute zu meinem Chef gesagt, mir war ja ein Schalter wieder lieber, als wie Automatik. Dann hättest du wenigstens hinterm Vorne ein bisschen was zum da in der hügeligen Landschaft Bayerns. Aber sei es drum. Automatik ist die Zukunft, das was kommen wird, das autonome Fahren da. Wird das mit dem Schalter nicht mehr funktionieren und bis der Elektrolastwagen fernverkehrstauglich wird, dabei werde ich wahrscheinlich eh in Renten gehen. So, 62 Kilometer haben wir noch. Biege nach links ab. Jetzt
Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das aufnehme, das Video auch, bin ich wirklich stark beim Überlegen, ob ich so ein Let's Play mit all den LKWs mache. Einfach auch das Navi ausschalten. Und dann immer moderner werden. Ja, gar nicht so viel Sprit gefressen, wie ich gemeint habe. Ich habe mir gedacht, ich müsste da schon mal tanken, aber es ist halt stark verkürzt, gell, die Strecken auf Torino. Aber er zieht halt gut. Ich liebe das im ETS. Also man nimmt Sportsfreunde, ich liebe das wirklich. Mit deiner alten Lastung zum Fahren. Mal wenn ich es nicht lieben würde, hätte ich heute gesagt, ich mache das Let's Play. Ah, ich mache das Gedenksvideo nicht für meinen Helden. Ich hoffe, es ist respektvoll gestaltet. Zu seinem 7. Todestag. Motorschaubremse, ja. Retarder, nein. Du hast damals Motorbremse gehabt, Motorstaubremse. Du hast ihn dann so hochgebremst. Oder mit der Motorbremse. Ah, die habe ich jetzt gar nicht belegt, die Motorstaubremse. Ist ja eh schon modern gewesen. Schau, Blinker rechts, links. Der F90 hat noch Blaulicht gehabt. Hast du gesehen, geht der Blinker oder geht er nicht? Je nachdem, in welcher Richtung du ihn bewegt hast. Und ein Nachteil haben die LKWs. Nicht die PS-Zahlen, jetzt nur vom Sauberhalten. Teppich. Teppich, Teppich, Teppich. Teppich. Dabei ist das junge Chauffeur, also ein Versiff die Kisten übernommen hast, noch hast geflucht, wenn du ein bisschen das Auto sauber haben willst. Genauso wie da auch Stoff. Heute ist ja alles Plastik, heute Cockpit-Spray. Und dann wischt das ganze Ding an und fertig. Dann wischt das ganze Ding ab und dann ist fertig. Sauber. Glänzt wieder oder nicht, das ist dann je nachdem, welche Materialien das man hat. Halt, splitten nochmal auf, 11. Gang. Einmal splitten, 12. Gang. Die ganzen Knöpfe zurückgesplitten, 13. Gang. Dann schauen wir uns wieder ein bisschen aufs Gas kommen, geht nicht. Dann mal wieder alles, die ganzen Gruppen aktivieren. Absolut geil. Du hast früher einfach, wenn du den Führerschein gemacht hast, nachdenken müssen. Du hast das verinnerlichen müssen, die Schaltung ist da. Zum Beispiel schaut, da seht ihr es. Das haben wir aber viel Lastung nicht gehabt. So, schauen wir mal. Dann parkt man ein.
Normalerweise gehen wir jetzt die Umhütten, machen die Plane auf. Also da ist keine Rampen, dann braucht man keine Plane. So, Rückwärtsgang rein. Und da ist es halt auch so. Heute hast du verschiedene Gänge. Was du damals nicht gehabt, wie splitten die Revue. Ein Rückwärtsgang. Es gibt verschiedene Methoden. Klick hier auf den Spiegel. Fenster auf. Ihr seht, wir haben keine Weitwinkelspiegel, das heißt dann Kopf raus. Aber er hat die mitgelenkte Hinterachse. Mal, ob man es gesehen hat. Sieht man nur mehr Füße. Jetzt sieht man es, also da haben wir jetzt keinen Ding. Letzte Achse lenkt mit. Seht ihr es? Hat sich ein bisschen aus. Und da läuft er einfach schöner nach. Bei schweren Ladungen hast du halt da früher das gehabt. Ich meine, das war eine starre Achsen hinten, aber. Ich, wie gesagt, ich wollte den Blumhardt auflieger nicht nehmen, weil der gerade zwei Achsen gehabt hat und das hat mich ein wenig gestört. So, meine lieben Sportsfreunde. Handbremse rein. Motor aus. Das war's. Wir sind in Turin. Der Auftrag ist erledigt. Mir bleibt gerade zum Schluss zu sagen, im 80. Also im 80. Lebensjahr ist Franz Merstorf am 21. Oktober 2016 gestorben. Jedes Mal, wenn ich hier so einen alten NG sehe, einen alten F90 sehe, wird mein Herz schwer, weil einfach das mir die Erinnerungen an diesen legendären Schauspieler, an diese legendäre Figur wieder bewusst wird. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Ich habe jetzt nicht zu viel von mir geredet, das mache ich manchmal. Wenn ja, dann tut es mir leid. Ich werde jetzt dann nur ein bisschen auf Achse schauen. Ich hoffe, lieber Andal, wenn du die siehst, es kommt wieder auf Achse-Material auf deinen YouTube-Kanal. Du weißt, ich bin bereit. Wenn du einmal ein Projekt zusammen machen möchtest mit mir, dass wir mal im Konvoi mit die alten Lastungen unterwegs sind. Wenn es euch gefallen hat, meine lieben Sportsfreunde, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich über Kommentare freuen, wie ihr die Serie auf Achse seht, solche Erinnerungen, dass ihr es an Manfred Krug habt, an die legendäre Figur Franz Merstorf. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne auch abonnieren, die Glocke aktivieren und so nichts mehr Neues versammeln, wenn es auf meinem Kanal mit was weitergeht. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen. Und vor allem meinem Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.